Im Radio sagten sie es und in den Zeitungen stand es auch. Nun wird alles besser. Hitler war Kanzler geworden. Alle fanden das gut. Fast alle. Mein Vater nicht. Von der Gegenwart bis ins Jahr 1700 so und so viel waren unsere Vorfahren aufgeführt. Und nicht eine einzige Frau war erwähnt. Alles Männer. Da hat mein Vater einen Stift genommen und mit großen Buchstaben ganz dick Malala unten in den Stammbaum geschrieben. Ich hatte vor einem Jahr die Idee, dass man diese zwei historischen Figuren, Antigone und Sophie Scholl, eben dazu nimmt als Vorbilder für ein jetzt lebendes Mädchen, das sehr mutig den Mund aufgemacht hat, nämlich Malala. Und auch um zu zeigen, dass es in der Historie auch schon so Frauen und Mädchen gegeben hat, die wirklich etwas getan haben. Wer ist schuldig? Derjenige, der ein ungerechtes Verbot ausspricht? Oder der, der dieses Verbot missachtet? Der, der eine Ungerechtigkeit befiehlt? Oder der, der die befohlene Ungerechtigkeit begeht? Der, der schlechte Gesetze erlässt? Oder der, der sie bricht?